So, das Traber Derby auf Hauptstadtsport TV. Aber ich glaube, dass diesmal doch hart um die Siegerprämie gekämpft wird. Ist also völlig offen für mich, ja. Deutsches Traber Derby auf der Trabrennbahn Mariendorf. Des achten Tages werden Ihnen präsentiert von trotto.de. Herzlich willkommen zum trotto.de 122. Deutschen Traber Derby. Heute der finale Renntag. Ich habe mich mal in den Sulki geschmissen und bevor wir zum Highlight der Woche kommen, zum Deutschen Traber Derby, beginnen wir mit dem Breeders' Course der Zweijährigen. Viel Spaß! Und es geht auf die Zielgerade und Ziduka ist bereits vorne, aber außen Emil Jorn attackiert. Außen Emil Jorn, Ziduka immer noch vorne mit einem. Die Nummer 10 ist rot. Und Emil Jorn springt alles disqualifiziert und Ziduka gewinnt die Breeders' Course für Zweijährige. Zweiter wird Nonas Kiss auf Platz 3. Very impressive. Das Rennen war sehr gut. Das Pferd lief den ganzen Weg außen rum, weite Wege und ging ein starkes Rennen. Das waren die Youngsters der Trabrennpferde. Ich habe mich jetzt mal zu den noch kleineren Exemplaren der Vierbeiner begeben. Ich gehe jetzt mal Pony reiten. Richtiger Traber. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Jetzt habe ich während der Derbywoche wenigstens auch einmal auf einem Pferd gesessen. Und ein besseres Pony als den kleinen Buck hätte ich mir auch nicht wünschen können. Ja, bei den Wallachen und Hengsten gibt es natürlich auch ein Finale B, den sogenannten Trostlauf. Einer, der das ganze Jahr über eigentlich als Mitfavorit für den Derby-Sieg gehandelt wurde, ist Max Smiley. Bei mir steht jetzt der Trainer von Max Smiley, Christian Lintert. Herr Lintert, ärgert man sich dann doch ein bisschen, jetzt nur im Finale B starten zu können? Ja, ich ärgere es viel. Ich habe natürlich hoffen, er starten in die richtige Derby heute. Aber wir müssen probieren, gewinnt die Entlastung hier. Wie schätzen Sie denn Ihre Chancen jetzt für das Rennen ein? Also ich weiß, ich habe normalerweise ein Pferd mit Top-Chance heute, aber er war nicht 100% letzte Start in die Derby-Vorläufe und er hat trainiert okay, so alles Blutbild, alles ist in Ordnung, so ich meine, er prestiert gut heute. Dann wünschen wir Ihnen ganz viel Erfolg und wir gehen jetzt mal direkt ins Rennen. Trotto.de 122. Deutsches Traberderby B-Finale ist gestartet und im Kampf um die Führung. Lovers Hall beginnt wie gewohnt am schnellsten. In der Mitte ist ja aber auch Roland Tötzgard mit Hands Down. Und vor den Tribünen geht nun Jean-Pierre Dubois mit Classic Connection an die Spitze. Dicht dahinter ist dann Max Smiley. Jean-Pierre Dubois und außen Heinz Webering. Das ist schon auf der Zunge ein Genusswert. Classic Connection ist vorn. Jetzt greift aber Max Smiley an. Im Kampf Classic Connection außen Heinz Webering mit Max Smiley. Dann kommt noch man ganz außen kommt Harley dazu und hier ist noch nichts entschieden. Außen Classic Connection außen Max Smiley Classic Connection Jean-Pierre Dubois. Was macht der denn da? Der gewinnt das hier und foppt hier Heinz Webering mit Max Smiley. Ein tolles Finish. Es lief gut. Ich hatte ein gutes Rennen und das Pferd war gut in Form. Heinz Webering hat mir schon ein bisschen Angst gemacht. Er ist ein sehr guter Fahrer, schon immer. Und es ist schwer gegen ihn. Ich bin froh, dass es gereicht hat. Die Trabrennbahn war natürlich die ganze Woche über schon gut gefüllt, aber heute am finalen Derbytag strömen wirklich die Massen nach Mariendorf. Der VIP-Bereich ist gut gefüllt, hier werden keinerlei Wünsche offen gelassen. Diverse Promis lassen sich das Traber-Derby auch nicht entgehen. Die Kinder können sich im Firlefanz-Kindergarten austoben. Die Zuschauer jubeln am Streckenrand ihren Favoriten zu und an Essen ist sowieso alles da, was das Traber-Fanherz begehrt. Am finalen Renntag wird es auch richtig international hier, und zwar beim Super Trot Cup. Herr Behrens, was genau ist denn eigentlich der Super Trot Cup? Der Super Trot Cup ist entstanden aus der Kooperation ursprünglich zweier Länder, und zwar Schweden und Deutschland.
Wir wollten etwas auf die Beine stellen, um vor allem das Wettgeschäft etwas zu beleben. Da haben wir mit dem Supertrott Cup und gemeinsam mit der schwedischen Wettorganisation der ATG etwas auf die Beine gestellt. Dänemark hat sich letztes Jahr nach dem ersten Lauf des Supertrott Cups auch noch entschlossen, teilzunehmen. Auch mit Dänemark haben wir eine Wettkooperation daraufhin geschlossen. Und ich denke, wir bieten in diesem Rennen gute Verdienstmöglichkeiten für Pferde der etwas gehobeneren Klasse. Und denke, wir sehen heute ein schönes Rennen. Dann können wir ja gespannt sein. Und mit zwei internationalen Größen, die beim Super Trot Cup an den Start gehen, haben wir mal gesprochen. In unserem Geschäft müssen wir zusammenarbeiten. Ansonsten fängt man noch an, virtuelle Pferde im Fernsehen einzusetzen. Es ist eine Möglichkeit, um viel Geld zu fahren. Außerdem treffen hier dänische, schwedische und deutsche Pferde aufeinander. Ich habe ein sehr gutes Pferd und eine gute Startnummer. Wenn ich nach vorne komme, habe ich gute Chancen. Das Hinterrennen der Super Trot Cup 2017 ist gestartet. Um die Führung kämpfen wir Springfield, Lighten Up to Date. Und zum ersten Mal geht es in den Casino-Bogen an der Spitze weiter in Springfield for Lighten Up to Date. Das Tempo nach wie vor nicht hoch. Es geht auf die Gegenseite. Und Springfield an der Spitze. Die Zielgerade ist erreicht. Springfield ist geschlagen und Lighten Up Today ist jetzt vorn. Lighten Up Today. Aber innen Springfield zieht er nochmal an. Jetzt kommt Amazing Dynamite. Aber Lighten Up Today, Lighten Up Today, Lighten Up Today gewinnt das. Und auf Platz 2 ist es ganz eng. Ja, unterwegs war es sehr, sehr langsam und ich war innen lange eingeklemmt, kam aber zum richtigen Zeitpunkt auf freie Bahn und Lighten Up Today hat toll gekämpft. Waren wirklich gute Pferde aus Skandinavien dabei und die zu schlagen ist schon nicht so schlecht. Einer der Mitfavoriten auf den Derby-Sieg ist Robin Bakker mit Tsunami Diamant. Herr Bakker, geht man in so ein Finale anders rein als in ein normales Rennen? Ah, natürlich, Derby ist natürlich spezial, aber ja, es ist nichts anderes. Es ist gleich wie normale Rennen, aber ja, natürlich sind wir gespannt und alle. Aber ja, wir sind nicht ganz Favorit heute. Von mir ist zu geschlagen, der Pferd ist Portland. Und ja, das, wir haben nicht die Favoritenrolle, aber ja, egal. Wir versuchen natürlich zu gewinnen. Was könnte denn das Beste sein, was in dem Derby für Sie rauskommen könnte? Na, für mich soll das Beste sein, ein guter Rennverlauf und dann hoffentlich, dass ich bei den ersten 4, 5 zu Ende bin. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg dabei. Danke. Und Ihnen wünsche ich ganz viel Spaß jetzt beim Traber-Derby. Und in diesem Moment ist das Trotto.de 122. Deutsche Traber Derby gestartet. Und Flying Fortuna erwischt einen super Start, ist hier an der Spitze. Die Pferde auf der Tribüne geraden. Und hier weiterhin die Führung für Flying Fortuna, dicht gefolgt von Felton Las Vegas. Und Portland orientiert sich allmählich in die Außenspur. Und es geht in den Schlussbogen. Nach 500 Meter bis zum Ziel. Mr. Italia jetzt in der zweiten Position. Mit 2 Längen Rückstand auf Flying Fortuna. An der Innenkante Felton Las Vegas und außer in Portland, der geht jetzt in die dritte Spur und auch Tsunami Diamant orientiert sich in die Angriffsspur. 10-2 war die Zwischenzeit und es geht auf die Zielgerade und Flying Fortuna ist vorn. Flying Fortuna, aber außen attackiert jetzt Portland. Portland attackiert und springt an. Portland ist in der Luft und aus der Partie, aber ganz außen Tsunami Diamant, das könnte Robin Backers dritter Werbeerfolg sein. Innen Flying Fortuna, eng bis zur Linie. Ich glaube, das hat Tsunami Diamant mit Robin Backer gewonnen. Da ist Flying Fortuna zweiter und Platz 3 für Garni Boy. Emotionen pur, jubelnde Zuschauer und ein glücklicher Derby-Sieger 2017. Herr Bakker, herzlichen Glückwunsch. Ja, wie fühlen Sie sich? Ja, natürlich, nach jedem Mal, nach jedem Sieg ist es schön, aber Derby zu gewinnen ist das jedes Schönste von dem Trabsport. Was bedeutet Ihnen auch, dass der Besitzer Tränen in den Augen hatte? Ja, das ist das Schöne von dem Sport, glaube ich.
Was sagen Sie denn jetzt zu dem Trubel am Ende mit dem Zieleinlauf? Wie haben Sie das erlebt? Ja, von mir hatte ich gesehen an Ihnen, ich bin leicht vorbei. Aber dann, wenn ich dann höre, dass die Fotoschild nicht draufsteht, oder denke ich von ja, das kann passieren. Aber ja, ich war auf der Bahn, so das muss normal, müssen Sie das gucken können. Und ja, Sie haben mich nachgeguckt und es war so. War Ihnen denn aber klar, dass Sie gewonnen haben? Ja, für mich war das leicht, dass ich vor war. Und wie lief das Rennen aus Ihrer Sicht? Hat alles geklappt, wie Sie sich erwartet haben? Alles hat geklappt, ja. War perfekt für mich. Das Rennverlauf war gut und Pferd war super und alles hat geklappt. Okay, dann machen Sie sich noch einen schönen Abend. Genießen Sie den Sieg. Dankeschön. Dankeschön. Ja, wir haben die ganze Woche über überragenden Trabrennsport geboten bekommen. Hauptstadtsport TV war die ganze Woche für Sie dabei und jetzt verabschieden wir Sie mit den besten Bildern des Tages. Machen Sie es gut. Deutsches Traberderby auf der Trabrennbahn Mariendorf. Die Highlights des achten Tages wurden Ihnen präsentiert von trotto.de.